So. Und mach viel Schaden. Mach noch mehr Morlord geht gerade mal richtig ab. Flammenwurf. Putze. Ach Mist. Hätte ich doch Steinwurf machen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass Georg die ganze Georg die Sache nicht überlebt. Ich hätte gedacht, er lebt da noch. Und Steinwurf und Glutattacke gegen Na, ja, zieht doch ganz schön was bei dem ab, ey. Wahnsinn. Und ein Gut, das war es dann mit Hundestern. Gut. Okay. Loblad entwickelt sich weiter. Yeah, und wir können eine neue Entwicklung sehen. Und boah, ich werde jetzt überrascht sein, zu was sich Loblad weiterentwickelt. Oh mein Gott, das ist der Meganie. Und ja, mein Meganie. Was sehr witzig ist. Gut, und gucken wir mal. Können wir vorne bleiben oder Schneck macht noch einen Trunk. Benutzen gegen bei Schneckmark. Mein Gott, wie hoch muss ich mich denn noch kämpfen? Muss ich mich wirklich bis Stufe 10 hochkämpfen? Och, Menno. Das dauert ja ewig. Och, Mann, das ist doch nicht wahr. Ich glaube, ich sollte Amphoros vorne wegnehmen. Das ist ja total unnütz da. Du setzt wieder Rasierblatt ein und du wirst wieder ausgetauscht. Morlord. Was? Knackleer und keine Auswegsperre. Nein. Dann machst du halt einen Donnerblitz gegen Lili, obwohl das nicht viel bringen wird. Rasierblattattacke. Donnerblitz. Oh, geht aber noch. Macht mehr? Hat das jetzt mehr Schaden gemacht als Rasierblatt? Ich glaube schon. Sandsturm. Oh, ja, ist klar. Ich wollte mich jetzt total verarschen, ne? Okay, du setzt mal ein bisschen Sonntag ein. Mach mal den scheiß Sandsturm weg. Du mal Baumwurm sagt, wenn ihr die lebt, braucht man nicht viel drin. Sonnentag! Baumwurm sagt. So. Verwurzler, juhu, er kann ihn nicht mehr austauschen. Schaufler gegen. Das mit dem Austauschen hat sich gerade erledigt. Juhu, und oh, wer kommt jetzt wohl wieder dran? Es ist. Komm, geh dahin. Morlord. Wieder mal. Warum haben die ja eigentlich fast nur Boden- und Gesteinstypen? Ist doch zum Kotzen. Gleich findest du Sonnenlicht. Ja, du nimmst Nährstoffe auf. Ist klar. Rasierblattattacke. Surferattacke. Wehrt die Attacke ab. Ich frage mich immer noch, was der Scheiß soll. Wehrt die Attacke ab, ist zum Kotzen. Kann ich eigentlich irgendwas Interessantes im Moment erzählen? Nicht wirklich.
Ja, doch, dass ich Mega Man aufgenommen habe, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, dass ich mich tierisch aufrege. Ja, super, Sandsturm. Wieder mal. Ach, zum Kratzen. Ja, dass ich mich da tierisch aufrege und ich werde jetzt sehen, warum. Ich verrate jetzt nicht so viel, ey, es ist zum Kotzen da. Ich sage nur, die Dive Man Stage ist einfach nur zum Kotzen. Naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Juhu, ein Volltreffer und es ist fast tot. Und der nächste kommt auch schon jetzt. Ja, bam 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 bam, 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 Schmerbe. Naja, ich hab eine Gun hier draußen, das ist halt nicht so schlimm. Surfer Attack. Macht aber auch nicht schlecht Schaden. Und du bist auch tot, Lilip. Level 33 und hat keine großartig außergewöhnlichen Werte. Noch ein Knall, Leon. Warum? Warum noch eins? Und wahrscheinlich kann das auch wieder Auswegsperre, dass ich nichts tauschen kann. Und noch eine Surfer-Attacke. Rasierblatt-Attacke. Ja, schicker Hals. Ist tot. Schmerz hat jetzt nichts gemacht, oder? Und du kriegst auch eine gute Seite, Freizeit ab. Surfer. Das finde ich auch immer toll, wenn die Surfer ab, hier, wenn es heißt, Attacke abgewehrt. Oder Attacke daneben. Ich meine, hallo, da kommt eine gigantische Welle auf die zu. Wie sollen die dem ausweichen oder die abwehren? Ich verstehe es nicht. Ich muss es nicht verstehen. Es ist mir egal. Ich mag das Spiel trotzdem. Auch wenn es gerade ein bisschen nervig ist, so viele, extrem viele, lange, ätzende Kämpfe zu bestreiten. Habe ich eigentlich irgendwelche Beleber? Und voraus ist platt. Oh, ich gehe jetzt zurück und ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal lang gegen die Typen kämpfen. Ich bete darum, dass ich es nicht machen muss. Aber ich muss zurück, am Voraus will ich. Ich glaube, der Typ hat ein starkes Wasser-Pokémon, der nach Hause macht und wartet. Deswegen will ich am Voraus dabei haben. Heim meine Pokémon. Ja, komm. Ja. Und dreh dich um und leg die Pokébälle nicht rein, trotzdem erscheinen sie irgendwie. Und wir geben dir auch nichts. Naja, muss man nicht verstehen. Diese kleine Animation hätte man vielleicht noch reintun können, so eine kleine Detailverliebtheit noch. Und bitte, 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 bitte. Ja, wir müssen nicht nochmal gegen die kämpfen. Gut. Du-dum, du-dum, du-dum. Und hier hoch. Und nein, die hatten wir noch nicht. Und die Pokémon. Lass ich trotzdem weiterhin so stehen. Komm. Ja. Beweg dich ein bisschen schneller. Willkommen. Blablabla. Interessiert mich alles nicht. Ich möchte zum 10. Stage, da wo der Typ hatte. Lolo. Tuska und Bandier. Naja. Endlich mal keine Boden- oder Gesteinstypen. Am Voraus kann man was reißen, ist ja unglaublich. Kampf. Du setzt Body Slam gegen Tuska ein. Du Donnerblitz gegen Tuska. Volle Breitseite auf Tuska. Kappa. Boah. Und what the fuck? Was ist jetzt kaputt? Zufälle, Birds. Was ist Psywelle oder Psystrahl? Ich hab nicht aufgepasst. Ich meine, es war Psywelle. Du, Tuska besiegt. Ich mag es, wenn die nicht angreifen können. Ein Kadabra. Das geht als erstes. Psycho-Attacken sind nie gut. Body Slam, Donnerblitz, normal die ganze Chance. Sehr. Dann sieh mal in die Zukunft.
gut wäre es jetzt, wenn ich innerhalb der nächsten zwei Runden gewinnen würde. Würde sehr nämlich nichts bringen. Boah. Ah ne, beim Psychstrahl. Der wackelt nur so komisch dabei. Donnerblitz. Runter. Yeah, das war's mit Kadabra. Und da kriegt man ganz schön gute EP. Noch ein Body Slam, noch ein Donnerblitz und dann dürfte das eigentlich gelaufen sein. Hoffe ich zumindest. Nee, der hat natürlich jetzt eine höhere Verteidigung, das war ja so klar. Das ist manchmal echt zum Kotzen. Aber trotzdem ist es Pokémon und ich mag Pokémon irgendwie immer noch. Cool. Und Level 33. Kommt mir das nur so vor, da steigen die hier wirklich verdammt schnell im Level, die Pokémon. Das ist ja unglaublich. Künstlerpech. Juhu, ja. Aber wir haben gegen Lulu gewonnen. Lulu. Mein Gott. So, wie kann man... Wie beschränkt muss man sein, um sein Kind Lulu zu nennen? Es ist doch ein etwas merkwürdiger Name. Ah, ja, Schneckmark. Und... Oh, dafür gehe ich nicht zurück, du kriegst einen Trank. Nein, nicht Ende. Item. Super Trunk. Super Potion oder... Ne, Mid Potion heißen... Heißen die Mid Potion im Englischen und High Potion? Keine Ahnung. Wie bei Final Fantasy oder wie... Blablabla.